Die gloriose Folge 30 liegt vor uns. Dennis ist am Pad. Ja, jetzt wird's super. Ja. Ich werde jetzt die erste Hälfte total versagen, in der zweiten Hälfte richtig genial werden. Also genau das Gegenteil von mir dann von dir letzte Folge. So, wir gehen jetzt, also nur, dass wir das nochmal, hier ist ja schon wieder wahrscheinlich 2-3 Tage her seit der letzten Folge. Da hinten war ein Tor. Da das geht nicht auf. Der Gerät verschließt das Tor. Da hinten ist ein schöner Ausblick auf die Stadt. Ach, von da sind wir, ne? Gekommen. Ja, das ist so grob die Stadt, wo wir herkommen. Und dann sind wir da irgendwie die Felsen langgelaufen und dann nach da unten. Und jetzt sind wir hier oben. Jetzt geht's hier nach links oder nach rechts, je nachdem, von wo man guckt. Wir sind eigentlich die ganze Zeit auf dem Friedhof, fällt mir auf. Wow! Ja, wir sind auf dem Friedhof. Es ist ein großer Friedhof. Und da wohnen solche Leute hier. Aber der wohnt hier jetzt nicht mehr. Was für ein gemeiner kleiner Wichser. Der steht hier, hat ja gelungert in der Ecke. Aber es ist ganz geil, dass sie den Friedhof so aufgebaut haben, dass sie einfach völlig schief und krumm irgendwo an den Rand überall ihre Grabsteine gestellt haben. Ja, ja. Und die Wege sind frei geblieben in der Mitte. Okay, da unten grunzt was, ne? Das hörst du auch. Ach, das bist du. Ach, guck mal, da ist ein Rabe einfach nur. Ah, da kannst du hier deine Peitsche rausholen. Oh, genau. Eine Falschpeitsche. Ach, ich habe die Peitsche gar nicht angewählt. Wow! Dann bleibe ich beim Schwert. Du hattest recht, ne? Mit deiner These am Anfang und so. Ja, ja, läuft nicht so geil. Aber jetzt ist ja noch alles schick, ne? Ja, ist eigentlich auch ganz nett. Guck mal, da hinten sind irgendwie so komische Holzaufbauten und da oben ist so ein Haus. Da kommen wir bestimmt gleich auch noch hin. Sieht aus wie so ein Gruselschloss. Das ist aber hübsch gemacht. Was ist denn hier eine Mine? Na, vor allem geht's da unendlich tief runter. Wie krass ist das denn? Guck mal. Als ob da unten nochmal Wolken sind oder so. Oh, wir sind ja in einer Stadt im Himmel. Wir sind in Pandora. Avatar. Geil. Auf Pandora. Ist das echt so gedacht von den Spielleitern? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Entwickler natürlich. Spielleiter, nee, es ist ein RPG-Kanäle. Oh, so viele Raben. Die haben auch ordentlich Erfahrungspunkte gemacht. Und Kiesel! Oh. Ja, Gott sei Dank, endlich haben wir wieder Kiesel. Ich heil mich mal. Aber siehst du, wir haben jetzt schon wieder, hier sind schon wieder bei 6000. Ja, wird schon langsam wieder gefährlich. Warte mal kurz, wenn du nochmal zurückgehst, war doch noch was, oder? Nach links? Da jetzt? Links, weiter links, und da ist doch hier auch noch so ein Fahrstuhl. Hier kannst du den Fahrstuhl. Ach, das ist der Fahrstuhl, oder was? Das ist der Shortcut. Dann machen wir das doch einmal. Hast recht, gut gesehen. Ja. Superb. Oh, das ist ja ein lauschiger Fahrstuhl. Ist aber kein besonders langer Shortcut, ne? Das ist ja nur einmal da hoch, die 4-5 Gegner da oben. Also ja, stört mich jetzt nicht, aber... Aber ist doch trotzdem schön. Das ist gut, dann haben wir wieder ein... Wir haben in der Folge was geschafft? Ja. Letzte Folge haben wir nichts geschafft. Erfolg erzielt. Also nicht viel, aber... Sehr schön, okay. Gut, dann geht's jetzt hier weiter, würde ich sagen. Da geht's nicht hoch irgendwie, ne? Das Haus ist ein Fahrstuhlhaus. Yay. Yeah. Ja. Aber da oben auf dem Sockel da, also dieser Villa, da kommen wir noch hin. Okay. Villa. Also. Ah, du schon wieder. Au! Spinnsvoll. Au! Spinnsvoll. So, aber alles regained. Pff. Super. Ich würde auf ihn spucken, wenn ich könnte. So, hier Team ist was. Team ihn. Genau. Knochenmarkasche. Damit kann man irgendwie, ich weiß überhaupt nicht, wie das funktioniert, seine Quecksilberkugeln verstärken. Oder oben. Guck mal, wer da ist. Hey, du. Das ist jetzt hier aber die Brücke hält das überhaupt aus. Das ist geil, ne? Das ist auch ganz geil, der Blick hier. Kannst halt, also irgendwie ist es schon seltsam, ne, dass da unten die Schlucht, so... Oder haben sie da einfach vergessen, da ein paar... Texturen noch unten hin zu klatschen? So in etwa. Aber wenn sie es einfach dann dunkel gemacht hätten, dann würde es aussehen wie eine... Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Wie bitte? Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Oh. Ah, gib mir noch ein bisschen Ausdauer! Ja! Yeah! Das war jetzt aber auf dem letzten... Ich hatte eigentlich keine Ausdauer mehr. Ja, zwei Blut. Ich bin gerade schwer beeindruckt. Kannst du ihn runterschubsen? Ich glaube, das... Nee, das war, nee, das war zu viel geteabagged. Das stimmt. Gut, ich nehme wieder das kleine Schwert, damit ich wieder ein bisschen öfter hauen kann. Ja, so jetzt da oben liegt auf jeden Fall was. Das sieht ganz cool aus, ja, das Haus. Ja. So ein bisschen wie so ein Gruselschloss, Gruselvilla auf dem Berg. Ja. Nicht ganz so villa-technisch. Also da kam eben einer... Silent Hill. Richtig. Ja, Silent Hills werden wir ja leider nie spielen. Wäre schön gewesen. Warum? Das haben sie doch eingestellt. Oh. Nachdem sie uns mit den ganzen Trailern und Teasern und... Heiß gemacht. So heiß gemacht haben, mit diesem Peak Playable Teaser. Wann haben sie das eingestellt? Vor einem Monat ungefähr. Haben sie gesagt, Konami richtet sich gerade neu aus und hat deswegen Kojima gefeuert. Ach, der so darf jetzt als freier Mitarbeiter noch Metal Gear zu Ende machen, den fünften. Und danach war's das. Und danach ist er raus, die machen nie wieder was mit ihm. Gab's da Probleme, oder? Ja, offensichtlich, aber da dringt nichts nach außen, also interne. Ja, gut, ist sehr gut, ist ja dann auch so, ne? Ja, passiert und, gut, er war jetzt 20 Jahre da. Oh, das ist The Horse.
Ah, da ist ja noch einer, den habe ich gar nicht gesehen. Der hockte da gerade so. Ich dachte, ich hau mal drauf im Zweifelsfall. Der steht jetzt hier hoffentlich nicht auf. Zombie-Pferde wären eigentlich auch ganz geil. Na, und im gleichen Atemzug haben sie dann gesagt, ja, Kojima ist nicht mehr da, also wird es jetzt auch Dings nicht mehr geben, ne? Hm? So. Ja, guck. Ist die erste Hälfte, wo ich mich schlecht anstelle, schon vorbei, oder was? Anscheinend. War gar nicht so lang. Die erste Hälfte war die waren so. Nur 2 Minuten. So. Aber jetzt hier im schönen Stall. Ja, ich habe ein bisschen Sorge, dass hier hinter jedem Heuballen irgendwie einer lauert. Ja, hier rechts gleich, hier da, das ist doch prädestiniert. Nee, doch nicht. Ja, Gott sei Dank. Von oben? Sieht, also höchstens können die durchbrechen irgendwie. So, ich kletter jetzt mal hier hoch. Hm? Klettern, 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 klettern. Und die Fackel wieder rausholen. Gucken wir mal erstmal nach ihr Inten, würde ich sagen. Weil da was ist da unten? Weiter. Weil hier wir, da wo wir reingekommen sind, also das ist ja die Richtung hier, da lag ja noch ein Gegenstand. Den würde ich mir schon noch holen wollen. Achso, das war der gebeugte Typ. Ne, da oben lag doch hier. Oh, hier steht da jetzt garantiert einer. Ah! Fuck, da steht ein Opa mit Schrotflinte. Oh, hab ich mich erschrocken. Ich hab mich vor deinem Schrei erschrocken. Tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid. Es tut das mir ist so. Ja nicht schlimm. Fuck! Ich bin tot. Von dem Opfer mit Schrotflinte erschossen. Hobo with a Shotgun. Oh Gott. Ja, das ist aber gut, dass wir den Fahrstuhl entdeckt haben. Ja, dieser gut, kleine Shortcut. Der ist Gold wert jetzt gerade, weil ich hätte jetzt keine Lust da nochmal. Ah, die erste Hälfte ist also noch nicht vorbei. Naja, oder es fängt jetzt, das Versagen fängt jetzt an. Aber den haben sie da ja gemein hin. Da steht er mich, aber man hat ihn schon lachen gehört. Das kleine Sackgesicht. Den Sackgesicht? Naja, alte Leute sehen auch manchmal so aus. Hätten sie so Sackhaare im Gesicht. So. Ja, das war doch okay. So. Die müsste ich jetzt nicht mitnehmen, aber ich mach's natürlich trotzdem, weil sie Blutetschuss bringen. So. Ach, komm her. Okay, fängt an. Au! Du gibst mir mein Leben zurück, du Arsch. Danke. Blutetschuss. Ja. Da muss ich dich eigentlich gleich noch was fragen. Bitte, frag doch mal. Und zwar, gestern war es ja halt so, dass ich dann halt mal einen besonders schönen, netten Filmabend machen wollte mit meiner Freundin. Und da wollte ich, weil sie es ja gerne mag, Nachos mit Käse überbacken. Ja, bitte. Und irgendwie hat das einfach nicht so gut geklappt. Warum nicht? Was ist das Problem gewesen? Wurde der Käse zu hart? Ja, genau. Ich habe halt so einfach Nachos oder sowas oder so verteilt. Dann habe ich da halt Käse genommen, rübergestreut, in den Backofen gepackt. Welchen Käse hast du genommen? Ich habe einen Gouda genommen. Das ist der falsche Käse. Welchen muss man denn da nehmen? Du kannst eine Mischung machen. Du musst auf jeden Fall Cheddar nehmen. Hm? Also Cheddar ist der klassische Nacho-Überbackkäse. Hm? Da Cheddar unfassbar fett ist, schmilzt der halt so schön. Ja. Aber deswegen kannst du Cheddar mischen mit Gouda oder Emmentaler oder so. Wie heißt das weiße Zeug, was man sonst so isst? Mozzarella. Genau. Ja, ja, also dieser andere Krüppelkäse, den es halt auch immer so gibt. So, kannst du mit irgendwas mischen, aber du musst auf jeden Fall da mindestens 30-50% Cheddar mit drin haben. Das ist einmal den Fettanteil richtig. Damit der Fettanteil hoch ist und dann bleibt der nämlich auch mal für 20 Minuten, wenn du ihn geschmolzen hast, im Backofen, Liquid. Bleibt der eben auch ein bisschen feuchter. Flüssiger. Ja, ja. Weil sonst trocknet dir das nach 2-3 Minuten wieder ein. Musst du die genau, so das war essen. Das Problem. Und es war halt einfach nicht dann, so geil, ich war sehr, sehr enttäuscht, weil ich habe es extra gemacht. Sie hat halt einen harten Arbeitstag gehabt. Ja. Und da war ich halt, da wollte ich halt die. Wolltest du ihr Held sein? Genau. Da hast du versagt. Da habe ich versagt auf ganzer Linie. Sie hat gesagt, es war lecker. Aber hat sie gesagt. Hat sie gelogen. Hat sie, ja, um dich nicht zu, ne? Und, ach. Ja, ist hart, wenn die Frauen so höflich sind. Nee, also du musst auf jeden Fall, das ist amerikanischer Trick so ein bisschen. Die benutzen ja. Und das Zeug voll mit Fett. Ja, aber die benutzen ja 100% Cheddar. Ich würde jetzt als Deutscher, der ein bisschen auf Fett und so achtet, würde ich sagen, so mach's halber. Ach, direkt war da noch einer, ne? Ja. Und halbe funktioniert wunderbar. Also ja. Das ist dann für 15 Minuten ist das dann so schön wabbelig, käsig, geschmolzen, wie sich das gehört. Hm? Ach du schon wieder. Und was würdest du denn dazu machen? Weil ich meine, na, ich habe jetzt noch ein bisschen Hähnchenstreifen, mariniert in Sojasauce und Honig, angebraten. So was ist gut. Das fand ich ganz gut. Und dann habe ich noch so eine Art kleine Avocado-Feta-Creme gemacht. Also die finde ich wirklich sehr lecker. Das ist halt ein bisschen Alternative zu Guacamole. Das heißt Alternative, einfach nur eine andere Herangehensweise. Ja. Eine Avocado, was nimmst du da noch? Dann nimmst du Feta, wie es der Name schon sagt. Ja.
Und dann noch ein bisschen Frischkäse oder halt in die Richtung geht's dann. Ja. Mixte runter. Ja, kann man machen. Und ansonsten kann man noch irgendwie... Eine schöne Salsa. Salsa machen, ja. Aber wie machst du denn eine schöne Salsa? Ich habe jetzt einfach einen Tomatensalat draus gemacht. Achtung! Ja, ja, ich weiß, dass der da steht. Horny old boy is waiting for you. Achso, der braucht noch ein Weilchen. Ja, ja, der braucht immer noch ein paar Sekunden. So, ja, schon wieder 12.000 da oben. Der hat noch was, ne? Ein paar Quecksilberkugeln. Ja, stimmt. Die haben ja eigentlich immer. Ja, Salsa, einfach Paprika, Tomaten, Chili und einkochen. Also einfach eine halbe Stunde oder so einkochen und dann abkühlen lassen. Dann hast und wie machst du das mit den Tomaten, dass die nicht komplett liquid sind? Also dass die auch noch da bleiben? Das soll ein bisschen stückig sein. Ja, da musst du halt kürzer kochen. Also ist ja die Frage. Du also kannst dann nimmst du erstmal hier die Paprika zum Beispiel. Du kannst ja die Tomaten auch später reinpacken. Ja. Also da das kannst du so ein bisschen nach, wie lange du die Sachen halt zubereitest. Und dann haust du noch ein paar Kräuter rein. Kannst du noch ein bisschen Koriander zum Beispiel reinmachen oder so. Das ist ja ein typisch mexikanisches Gewürz. Koriander ist mexikanisch. Naja, also asiatisch. Ja, asiatisch eingeordnet. Aber in Mexiko machen die auch alles Koriander rauf. Frischen Koriander halt und sowas, ja. Das funktioniert eigentlich sehr gut so. Sehr, sehr gut. Ist nicht so aufwendig, braucht halt ein bisschen zu kochen. Also so die Paprika, Chili-Zeug würde ich schon ein halbes Stündchen einkochen oder so. Ja, na, das ist so nett. Und Tomaten kannst du reinmachen, wann immer du die reinmachen möchtest. Ja, Zwiebel kannst du noch mit reinmachen, Schalotten. Schalotte soll ich reinmachen. Ja, Schalotte. kennst du da eine? Good Charlotte. Guck mal, wir sind wieder draußen. Oh. Also das Haus ist relativ lang gewesen. Das ist ein ganz schön großes Haus. Es war halt ein Stall. War ein Stall, das stimmt. So. Und der Stalljunge saß da mit seiner Schrot. Ja, der war auch schon länger da. Dann muss ich das auf jeden Fall versuchen. Probier das doch mal. Ja. Nö, ich hätte jetzt auch gesagt, dann so Guacamole, irgendwas in der Art. Ist ja immer super dazu und Creme Fraiche kann man noch machen, aber wenn man das nicht will, weil das ja ganz schön fettig ist, dann macht man halt nur so Guacamole. Was ist denn, ach dachte, da ist ja hier dein der Hammer Freund. Was ist denn das Geheimnis einer guten Sour Cream? Ich kann die selber auch nicht machen, ehrlich gesagt. Also ich habe noch nie Sour Cream gemacht, ich nehme immer fertige oder ich nehme Creme Fraiche einfach, weil mir das als Ausgleich für die, normalerweise koche ich ja relativ scharfe Salsa. Ja, ja. Oder ich nehme relativ scharfe Salsa. Also sprich, du nimmst richtig dick Chili. Ja, richtig dick Chili würde ich nehmen oder Habaneros sogar, wenn ich es richtig heftig will. Also die mexikanischen Chilis, die krassen. Da nehme ich als Ausgleich ganz gerne mal so einen Teelöffel Creme Fraiche auch nochmal dazu, weil das da dann schön neutralisiert im Mund. Dafür ist Creme Fraiche dann super. Oder du machst einen Löffel Creme Fraiche in so Guacamole oder Avocado-Creme rein. Weil dann hast du was nicht nur nach Creme Fraiche schmeckt, sondern nach Avocados und hast aber trotzdem dieses Fettige von der Creme Fraiche da mit drin. Was dann ein bisschen neutralisiert. Genau, weil Fett brauchst du halt einfach, sonst trinkt man ja Milch zum Neutralisieren. Und mit Creme Fraiche geht es aber genauso gut, oder mit Sahne. Aber wie soll man da jetzt Sahne aber zu... Aber bitte pillen? Mit Sahne. Sahne funktioniert immer alles. Also mit dem großen Schwert sind die echt keine große Gefahr. So. Und er hier auch nicht. Der ist nämlich der Brandmarker. Scheiße. Okay. Das war jetzt suboptimal. Ja, aber der ist ja kein Problem, hast du gerade selbst gesagt. Kaputt. Sehr gut. Gut, dann laufe ich da jetzt nochmal hin. Ja, super. Ne? Aber es geht ja schneller jetzt. Aber ich fand das trotzdem sehr, sehr schön, wie wir das so schön geklärt haben. Jetzt, während du die Vielleicht hätte ich mich mehr aufs Spiel konzentrieren sollen und weniger auf die Salsa. Ich weiß es nicht so genau. Es macht mir gerade ein bisschen Sorge. Aber wir haben da jetzt ja nur 14.000 oder so liegen. Das sollten wir mal vielleicht... Dann sind wir jetzt aber wirklich over 9.000. Ja, das stimmt. Ich guck mal ganz kurz, ob man hier... Sieht man hier irgendwie, wie viel man braucht? Nee nur bei mir. Das siehst du nur bei der Alten, ne? Ach Mann, die Alte. Bei der Puppe. Bei der Puppe. Die haben die, glaube ich, einfach nur Puppe genannt, damit man diesen Spruch bringen kann und nicht sexistisch klingt dabei. Die Puppe. Die Kleine. Die Kleine. Das ist ja wirklich eine Puppe. Ja, mein Dolly, Baby. Au! Als jetzt stirbst, ist auch nicht schlimm. Alter, sag das nicht. Nachher glaube ich es dir noch. Es ist sau scheiße, wenn ich jetzt sterbe. Ah, oh, du schon wieder. Ich hasse die Typen. Der ist ein Flotter. Au! Das brennt nach. Harry Flotter. Das wäre auch mal ein guter Film gewesen. Oder wie? Gar nicht nah genug an den Rand. Mann, jetzt. Tschüss. So, jetzt hole ich mir die anderen beiden aber nicht mehr. Ich habe keine Lust, jetzt hier so viel Zeit zu vergeuden. No risk, no fun. Nee. Less risk, more fun. Risk. In diesem Fall. Lass mal auch jetzt den alten Opa da stehen, ne? Naja, nee, kann ich ja nicht. Der steht doch da, wo ich hin muss.
An dem musst du doch vorbei, glaube ich, oder? Nee, nee, musst du nicht. Das ist nur... Echt? Hm? War das nur nach vorne wieder raus, oder? Genau. Okay. Na gut, dann lass ihn stehen, natürlich. Nach rechts, dann kannst du die Raben vermeiden, oder willst du die nehmen? Jetzt ist sowieso schon zu spät, ne? Ist recht. Hier rechts ist auch einer. Das war jetzt nicht dein fucking Ernst, oder? Jetzt bin ich da runtergefallen. Das war nur 15. Ach, Dennis. Es tut mir leid. Nee, aber wie das kann ich denn da jetzt machen? Der hat mich einfach geschubst. Wie soll ich jetzt die Blutechos von da unten holen? Du kannst die nicht holen. Ich weiß. Ja, komm, aber ich möchte schon nochmal bis dahin laufen. Okay. Sonst habe ich ja nichts geschafft. Den Fahrstuhl hast auch du entdeckt. Auch wenn ich gedrückt habe. Komm, ich möchte nochmal bis da nach oben laufen einmal. Gut, dass du gerade mein Gesicht nicht gesehen hast, ne? Mann, wie bin ich denn da jetzt runtergefallen? Das muss doch nicht sein, sowas. Siehst du, die lacht auch. Ja, die wissen das alle. Die wissen das. Das spricht sich rum. Deshalb da am Bloodborne-Stammtisch hocken sie alle zusammen. Der Riese, die alte Hexe hier. Da hockt auch die Kleriker-Bestie. Natürlich. Deshalb, wir hocken da beim Bierchen. Die lachen sagen sich, oh nee, der Dennis hier, der Dennis. Der Depp. So ein Depp. Hm. Da hat er schon sein neues Riesenschwert, das er immer auspackt. Da ist ja noch die blitzhungrige Bestie oder diese Stromschlagbestie da halt. Die Elektrobestie. Die haben wir bis heute nicht besiegt. Die Steckdose. Naja, wir kommen in 10 Leveln wieder zu ihr zurück und. Oh, die müsste man echt mal in so ein Kraftwerk reinpacken, ne? Das wäre richtig gut. Ja, richtig gut. Guck mal hier, da liegen sie. 900, das hat sich gelohnt. So, jetzt. Diesmal krieg ich damit nicht. Diesmal. Alter! Wie der auch immer erstmal schubst, ne? Ja, ja. Wie auf dem Schulhof. Du kleiner Sack. So, jetzt hier der Große. Achtung, das ist auch gleich hier Mr. Molly. Jetzt hör auf, mich hier zu hauen, du. Auf! Oh Mann, ey. Hat er noch was? Nee, der hat keinen Bock mehr. Ich habe aber auch nicht mehr viel. Okay, aber schon wieder Rufio getankt. Sehr gut. So, jetzt hier rechts. Der ist hier leichtes Spiel. Der steht garantiert in dem Moment auch durch der Langlaufe. Genau, das ist doch. So. Hier kommt der Hund. Den vergesse ich dafür immer wieder. Ja, dafür bin ich ja da. So. Aber wenn wir alles richtig machen, müssen wir hier auch nie wieder lang. Hoffe ich mal. Ich nehme mal an, dass wir jetzt hier, wenn wir bis zum Ende laufen, das Tor aufmachen können. Ah, okay. Weißt du? Macht ja irgendwie Sinn. Das war der einzige Weg, der noch übrig ist. So. Wenn ich hier einmal geradeaus gehst und ich hier den kannst du. Oh, das ist ein Schatzvieh. Gib dem Saures. Aber hallo, wie ich den hole. Da habe ich mich doch noch was erreicht. Ha, siehst du. Zwillingsblutscheinscherben, 2 Stück. Immerhin. Geilo. Geilo Mart. So. Ach ja, stimmt. Und dann sind wir einfach hier draußen. Genau, und hier war auch schon einer, der hinten gelauert hat. Ja, na, die nehme ich noch mit. Auf jeden Fall. Komm, Kleiner. Hätte deine Ehre. Ja. Mal gucken, ob das was wird. Schubse ich dich runter, Arsch. Das klappt nicht. Nee, leider nicht. Guck mal, da hinten liegt noch was in der Ferne. Ein kleiner Glühklumpen. Ein Glühklumpen? Ja, mein Gott, so heißt das halt. Fachbegriffe. So, hier ist jetzt noch der Dicke und er hier. Will er nicht? Ups. Au! Den okay. Hast du, ne? Wo ist denn der Große? Der ist weg. Der ist weg, der hat keinen Bock. Na gut, den darfst du dann machen. Okay. Da kommt er nämlich schon. Ah, dahinter. Ich stell mich mal hier um die Ecke. Ja. Du siehst mich nicht. Wir machen eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.